Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Ja, wir sind fertig mit unserem Discounter Lidl. Wir schwenken somit wieder um zum Discounter Pennymarkt. Ja, und da haben wir auch wieder ein Bierchen gefunden, was wir hier auf diesem Kanal noch nicht vorgestellt haben. Ich selber auch nicht wusste, dass es das überhaupt gibt und habe es tatsächlich in der Aktionsware im Regal beim letzten Pennymarkt-Einkauf gefunden. Ja, gleich mitgenommen und die Rede ist vom Original Turmbräu Grapefruit Hefeweizen. Interessant, Turmbräu müssen wir erwähnen, das Hefeweizenbier hat es bei mir tatsächlich in die Top 10 mit reingeschafft, bei den Hefeweizenbier-Direktvergleichstest in dieser Kategorie. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, was dieses jetzt hier mit Grapefruit schafft und kann. Wir hatten schon mal Hefeweizenbiere mit Grapefruit gehabt. Von einer anderen Brauerei her. Naja, ihr wisst ja, ich bin ja nicht ganz so der Freund von diesen Biermischgetränken. Dennoch aber finde ich, will ich es ganz gerne rannehmen. Ja, auch hier steht drauf, fruchtig und spritzig. Können wir mal gespannt sein bei den Temperaturen draußen. Also durchaus sommerlich tauglich. Das finde ich schon mal gut. Ja, und von der ganzen Aufmachung her sieht es auch sehr fruchtig tatsächlich aus. Das Ganze kommt hier in so einem orangenen Farbton in diesem typischen Turmbräu, Original Turmbräu Design mit diesem TB oben noch drauf. 2,5% Umdrehungen, ist klar, ist ein Biermischgetränk. Und ja, habe ich auch nirgendwo anders stehen sehen. Hat ja so nur wieder bei Aktionsware Penny da einfach mal mitgenommen. Ich würde sagen, knacken wir mal die Dose. Hier passende Glas sollten wir, denke ich, haben. Und mal schauen, was da auf uns zukommt. Erstmal Entspannungsverdampfung, die kommt ganz klar raus, strömt aus der Dose. Wunderbar, Trinktemperatur sollte übrigens jetzt so bei, ich denke mal, 6-7 Grad liegen. Also auch eher ein bisschen kühler. So, dann lassen wir mal laufen. Wollen wir mal schauen, was wir da rausbekommen. Von der Farbe her ist es schon mal irre, ne? Okay, Blümchen entwickelt sich jetzt nicht wirklich. Na, mal gucken, ob wir da noch mehr rauszaubern können, nicht wahr? Aber ich glaube, das gelingt uns. So, naja, immerhin. Immerhin. So, zack, drin ist es. So, was haben wir denn da? Sieht aus wie ein Bier, ne? Können wir durchgehen lassen. Eins, zwei, naja, ganz knapp zwei fingerbreite Blume. Ja, das ist diese Turmbräu-Blume, wenn wir so wollen, die immer so ein Zwischending ist zwischen feinporig und mittelporig. Ein bisschen Kraterbildung ist drauf, aber auch nicht wirklich ausgeprägt. Ich sag immer so, 90 Sekunden, ja, aber on limit. Ne? Also ganz knapp übrig bleibt dann halt so dieser klassische, ja, ich nenne es jetzt mal Discounter-Blumenteppich, den wir haben, mit wenigen Ausnahmen. Wie gesagt, das Turmbräu-Hefeweizenbier generell, was bei mir in der Favoritenliste gelandet ist, stand eigentlich für doch eine recht gute Qualität der Blume. Die stand doch relativ gut im Glas. Ja, von der Farbe her, was haben wir da? Grapefruit soll es sein, also durchaus ein bisschen orange, ein bisschen pink, ein bisschen rot. Ja, das Ganze hat eine schöne Trübung. Ja, Lavalampen-Spiraleneffekt haben wir jetzt hier nicht drin durch die Hefe. Finde ich ein bisschen schade, aber immerhin, es ist kontinuierlich in einem Farbton. Wie gesagt, unfiltriert, erwarte ich auch. Ja, das Ganze ist halt so eine Mischung zwischen hellorange und rosa, so pink in diese Richtung geht das. Sieht schon ein bisschen abgespaced aus, leuchtet tatsächlich auch und ja, zeigt auch so eine gewisse, wenn man da so reinguckt, auch eine gewisse Tiefe. Also das ist auch schon mal ganz interessant. Wirkt tatsächlich von der Optik her ziemlich spritzig, ziemlich fruchtig. Würde ich tatsächlich auch, ohne das da drauf gelesen zu haben, als solches identifizieren. So, sehr schön. Dann wollen wir uns das Ganze mal bewerten hier. Wie kann man das bewerten? Ja, Leute, es haut mich jetzt auch nicht um. Es sieht lecker aus, zweifelsfrei. Ich würde es trinken, wenn der Wirt mir das so hinstellen würde. Aber, Blümchen und so, ne? Ihr wisst schon. Und Spiraleneffekt, ja, müssen wir ein bisschen Punktabzug geben, ne? Also ich sag mal, boah, 3 von 5 möglichen, / 6 Punkten, was es mir wert ist. Für die Optik, für die Ästhetik. Komm, riechen wir mal dran. Ui. Oh. Also der erste Nasenflügel meldete sich, oh weia, Grapefruit. Aber richtig extrem, richtig spritzig, richtig in die Nasenflügel aufgestiegen. Jetzt, wenn man seinen Riechkolben da mal so ein bisschen länger drüber hält, nimmt man tatsächlich noch den Malzkörper wahr, schon im Duft.
Der scheint hier sehr intensiv zu sein. Und durchaus auch ein bisschen Hefe, die ich hier drin übrigens ein bisschen vermisse. Aber wie gesagt, von der Optik müssen wir mal gucken. Also sehr zitruslastig, so eine Mischung zwischen getreidig und zitruslastig. So würde ich das ganz gerne definieren wollen, was sich da bei mir in die Nasenflügel aufsteigt. Naja, würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt wollen wir wissen, wollen wir mal probieren, mal sehen, was es kann, Freunde. Das war, was wir am liebsten machen, nämlich einen Antrunk. Also, auf euch, zum Wohl, ja, auf das Biermischgetränk und hoffentlich auf den Genuss. Dann wollen wir mal. Oh, schon wieder was Saures. Vorhin erst von Lidl da das eine Radler IPA probiert. Haben Sie gemerkt, heute machen wir die Discounter-Dinger ja durcharbeiten. Boah, auch schon wieder so sauer. Mein Gott, ne. Zitrus. Ja, also erstmal vorweg, also eine neue Krone-Bewertung gibt es nicht. Das kann ich schon mal vorweg sagen, weil dazu ist das Ganze hier schon wieder zu... Naja. So, also der Antrunk. Ja, der ist okay. Der ist erstmal wirklich solide. Also du hast tatsächlich ein sehr, sehr fruchtiges Getränk auf deiner Zunge, ja, in der Mundhöhle drin. Die breitet sich auch recht flächig aus. Das ganze Bier, das bereitet wirklich die Mundhöhle relativ gut auf die Aromen vor, wobei die natürlich schon sehr aufgesetzt wirken. Das muss man ja ganz klar sagen. Man merkt deutlich, da hat einer ordentlich nachgeholfen. Da ist, würde mich jetzt nicht wundern, wenn da noch irgendwelche komischen... Naja, Orangenextrakt und irgendwelche komischen Zitrussäuren und Stabilisatoren und Säuerungsmittel und Zitronenkonzentrat und Säure und da ist wieder alles Mögliche drin, ne? Dann wundert mich jetzt nicht. Also da geht nicht einer daher, der dann einfach eine frisch gepresste, was war das hier, Grapefruit da auspresst und das da ins Glas reingleiten lässt, sondern da merkt man schon, da ist dieser künstliche Ansatz definitiv wahrnehmbar. Das merkt man also schon beim Antrunk. Ja gut, müssen wir drüber hinwegsehen. Ist halt Discounter-Standard, das ist jetzt nichts Spezielles, Industriestandard, wenn wir auch so wollen, Massenproduktion. Da will man natürlich ein bisschen auf die Kosten achten und auf den Aufwand, das müssen wir ganz klar sagen. Wobei, auch hier müssen wir ganz klar sagen, Brauerei Mönchengladbach, hier Turmbräu, Hefeweizen, Hefebombe, sau lecker, Leute. Ja, also es ist möglich, nur das schaffen wir hier wie gesagt nicht, weil das ist einfach nicht ausgeglichen genug. Fangen wir mal an, das Ganze auseinander zu bröckeln. Ist erstmal, würde ich sagen, absolut dynamisch. Das heißt, mit Genuss trinken hat es hier eigentlich eher weniger zu tun. Du kannst natürlich auch das Bier ein bisschen länger im Mundraum behalten. Das ist, glaube ich, kein Problem, kann man machen. Aber du wirst jetzt keinen großen Erfolg, keinen großen Effekt wahrnehmen. Ja? Das heißt, es ist eher ein dynamisches, wie es auch draufsteht, sehr spritziges, erfrischendes Getränk, was einen sehr guten Zug drauf hat. Ne, das, zack, das setzt du so an und dann zischst du das so weg. Spätestens in 5 Minuten sollte das Glas eigentlich geleert sein oder hier diese halbe Liter Dose. Das dürfte kein größerer Aufwand sein. Und ja, dann wird man sich auch nicht beschweren, weil das ist dann so recht erfrischend. Durch die Kohlensäure ist recht kohlensäurehaltig, wirkt das Ganze natürlich auf der Zunge auch nochmal ein bisschen extra prickelnd tatsächlich. Es wird nochmal ein zusätzlicher Reiz geschaffen, der soweit auch nochmal solide daherkommt. Das ist schon ordentlich, sage ich mal, und für die Spritzigkeit sorgt. Aber es ist auch nichts Außergewöhnliches oder so. Ne? Das ist alles so in diesem Bereich so recht linear. So, dann wollen wir mal ein bisschen tiefer abtauchen. Gucken wir mal, ob wir noch die einzelnen Aromen und Nuancen auseinanderklabüsern können. Mal schauen. Ja. Also du hast schon so am Anfang so diesen klassischen Malzkörper, der wirklich so ein bisschen an ein Weizenbier erinnert. Das ist durchaus vorhanden. Es ist eine leichte Nussigkeit, auch ein bisschen Lieblichkeit. Es ist sehr weich, das gefällt mir, das ist sehr gut. Das kennen wir vom Turmbräu her. Auch das Pilz tatsächlich war ein bisschen weicher gewesen beim Antrunk. Ja, dann haben wir eigentlich einen nahtlosen Übergang in diesen großen, sehr dominanten Fruchtkörper rein. Das ist hier diese Grapefruit, das sind diese Zitrusfrüchte, das ist diese Zitrusfruchtkomposition.
Das merkt man, aber man merkt halt auch, was ich schon erwähnt habe, dass es sehr aufgesetzt wirkt. Ja, also wer jetzt hier von einem natürlichen Geschmack sprechen möchte, der ist, glaube ich, weit verfehlt, weil das Ganze ist sehr chemisch. Also man schmeckt es tatsächlich raus, dass das hier sehr bappig ist. Es ist so künstlich gesüßt, so wie ob da Süßungsmittel drin ist, ja, Zuckerähnliches und bappig, es ist halt pappig, ne? Das ist so übertüncht durch diese ganzen Aromen, künstlichen Aromen, womit das Bierchen hier, dieses Biermischgetränk, versetzt worden ist. Und das merkst du halt im Fruchtkörper. Da, wo normalerweise bei einem guten Bier der Fruchtkörper ansetzt, da ist hier halt wirklich hervorgezerrt, fast schon hervorgeprügelt, dass man da wirklich diese, als Konsument, diese Fruchtigkeit deutlich wahrnehmen. Ja, das muss man mögen. Also das ist so, ich persönlich ein, zwei würde ich trinken, aber das reicht dann auch. Weil dann ist es zu viel des Guten für mich. Aber gut, ich bin da eh ein bisschen, dadurch, dass wir ja Biere testen, eh schon ein bisschen verwöhnter geworden. Ne? So der Gourmet hier, der Biergourmet im Biersüffler-Laboratorium hier. So, also, mal gucken hier. Ja, die Grapefruit, die bringt jetzt auch nicht wirklich Herbe hervor, dass ich eher die Zitrussäure. Ja, und im Abgang habe ich mich eigentlich darauf gefreut, dass wir hier so eine klassische Hefebombe haben, dass die Hefe sich noch ein bisschen deutlicher, präsenter auch zeigt, selbstbewusster zeigt. Aber auch die ist relativ weit hinten, eher sekundär im Gesamterlebnis. Finde ich eigentlich persönlich auch ein bisschen schade. Hätte man durchaus diese Hefenuance noch ein bisschen mehr betonen können. Da hätte man sich ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen können, sodass man die dann auf der Zunge tatsächlich im hinteren Zungenbereich auch nochmal kurz vor dem Abtritt tatsächlich bemerkbar merkt, ja, oder bemerkbar werden lässt. Ja, gut. Hopfenherbe. Suchst du wohl auch vergeblich. Wenn sie mal drin gewesen ist, dann ist sie dann auch durch künstliche Aromen weggeprügelt worden. Ja, so in etwa. Gut, unterm Strich, was bleibt? Original Turmbräu, Grapefruit und Hefeweizen. Biermischgetränk, ganz klassisch aufgebaut. Ist solide, man hat versucht, den Massengeschmack wieder zu treffen. Ich denke mir also, die Zielgruppe wird hier auch eher das jüngere Potenzial sein, sage ich mal, was sich dafür vielleicht interessiert, für die vielleicht ein normales Pilzbier oder ein normales Hefeweizenbier schon wieder zu langweilig daherkommt oder zu bitter oder was weiß ich was. Für die ist das vielleicht hier, weil halt diese Fruchtnuancen drin sind, das Ganze eher ein bisschen lieblich, dynamisch daherkommt. Ist halt ein schönes Sommergetränk für ein Schwimmbad oder so. Da kannst du ein, zwei, vielleicht sogar drei dann trinken. Nimmst du mit aus der Kühltasche am Baggersee. Da wirst du garantiert nichts falsch machen. Und auch das Weiblein, das wird garantiert damit vielleicht klarkommen und auch sagen, ja komm, stoßen wir mal mit an. Muss ja nicht gleich der Doppelbock sein. Ne? Also so in dem Sinne. Oder das herbe, superherbe norddeutsche Pilz. Muss es auch nicht sein, da greifen wir zu sowas hier. Wirkt auf jeden Fall erfrischend, vielleicht sogar beim Minigolf oder bei einer Radtour oder so. Oder sogar das Familienpicknick, da könnte man es tatsächlich benutzen. Vielleicht sogar schon für einen Vormittag. Zum Dessert könnte man es trinken, ist soweit okay. Das müssen wir natürlich betonen, also für einen Discounter und Industriestandard ist das durchaus trinkbar. Also das ist soweit okay, aber es ist weit entfernt von dem hedonistischen Genuss. Also da muss man ganz klar sagen. Ne? Aber gut, es ist okay. Es ist wirklich solide, es ist okay. Dementsprechend möchte ich es auch bewerten. Ich gebe da eine Durchschnittsbewertung, Leute. Ich gebe 3 von möglichen 5/6 Punkten. Das ist es mir wert. Würde ich es mir normal in den Einkaufswagen packen. Ich sag mal, wenn die Temperaturen draußen wieder 37, 38 Grad sind und ich gerade richtig Bock drauf habe, dann würde ich sagen, ja, würde ich mir so eine Zitrusbombe hier einfach mal genehmigen, so als Wegbier oder so, ja, so Wegmischbiergetränk, Weizenmix, ja. Naja, probiert da einfach mal, wenn ihr seht beim Penny, nehmt da mal mit, könnt ihr mal probieren. So, Biersüffler ist draußen, bis zum nächsten Mal, verliert euren guten Biergeschmack nicht, tschüssi!